dann möchte ich euch und Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem grünen Heimatkongress. Durchaus sozusagen etwas, was man nicht alle Tage erleben kann, dass die Grünen einen Heimatkongress in dieser Vielfalt der Themen und der Auseinandersetzung auf die Beine stellen. Dieser grüne Heimatkongress steht im Rahmen des sogenannten Main-Bayern-Prozesses, also der Prozess, den die bayerischen Grünen seit ungefähr 2 Jahren in der Partei diskutieren. Und das Ziel ist, in der Partei wichtige politische Themen, aber auch kulturelle Themen sehr ausführlich sich damit auseinanderzusetzen, Thesen zu formulieren. Aber der eigentliche Grund des Main-Bayern-Prozesses, und auch das ist ja etwas, was es vor 10 Jahren bei den bayerischen Grünen noch nicht gegeben hätte, dass wir sagen, Main-Bayern ist der Bayern. Der eigentliche Grund dieses Prozesses heißt, wie gesagt, es ist unser Bayern, wir eignen uns unser eigenes Land an, auch wieder an, nach einer durchaus auch sozusagen sehr wechselvollen Beziehung der bayerischen Grünen zum eigenen Land. Und das wäre da auch wichtiger als genau die Auseinandersetzung dieser Beziehung der bayerischen Grünen zu ihrer eigenen Heimat, zu Bayern. Also herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass so viele da sind und jetzt nicht irgendwie zum Christkindlmarkt abgebogen sind. Das kann man ja immer noch in der Mittagspause oder danach machen. Wir haben in Vorbereitung dieses Kongresses auf der Website die Möglichkeit eingeräumt, dass Grüne oder Nicht-Grüne ein Statement abgeben können unter dem Motto Heimat ist für mich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dort konnten Menschen dann sagen, was Heimat für sie ist. Und ich habe mir das nochmal angeschaut und fand es sehr schön, was dort an Äußerungen kam. Was so durchgängig war, war eigentlich so, dass die Begriffe von Geborgensein, Vertrautheit, aufgehoben sein, dazuzugehören, auch Wärme kam immer wieder oder auch so Gerüche aus der Kindheit, Gefühle, Geschmäcker aus der Kindheit. Und ich habe mal ein paar zusammengestellt, die das Spektrum auch schon mal deutlich machen. Also zum Beispiel, Heimat ist für mich verstanden sein und damit mehr Gefühl als ein Ort, sagt zum Beispiel Gisela Sengel. Oder Heimat ist da, wo mein Herz ist. Das können Menschen sein, Orte, aber auch politische Anliegen, die mir als grüne Weltverbesserin wichtig sind, sagt Beate Walter-Rosenheimer. Oder Heimat, und das finde ich auch so schön, Heimat ist zufällig und Bayern war ein schöner Zufall, sagt Jim Sengel. Oder, und das zeigt dann die andere Seite der Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff, die Dimitra Kotinfak postet, Heimat ist ein politisch aufgeladener Begriff, der abgrenzt und ausschließt. Oder der Philipp Steffen sagt, ich finde, die einzige Heimat, die in der Politik eine Rolle spielen darf, ist unser Heimatplanet. Und mir persönlich hat am besten gefallen, haben am besten Fall Äußerungen, die gezeigt haben, sondern dass wir uns Bayern zur Heimat gemacht haben. Und Levi Zipfel sagt zum Beispiel, Heimat ist da, wo ich mitgestalten kann. Und mein Favorite bei diesen Statements ist das von Hubert Lenhardt. Der sagt, Heimat ist dort, wo dir nicht egal ist, was um dich herum passiert. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, was für ein Verhältnis habe ich zur Heimat. Und das hat natürlich immer mit der eigenen Biografie zu tun. Und ich muss sagen, ich habe mich lange Zeit nicht dazugehörig gefühlt zu Bayern. Ich bin zwar in Niederbayern aufgewachsen, bin als Kleinkind, war noch kein Jahr alt, auf einen niederbayerischen Einhof gezogen worden. Bin also eigentlich in Niederbayern meiner ganzen Kindheit und Jugend aufgewachsen. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, ich bin wirklich dazugehörig. Meine Eltern
Wir werden es heute noch haben an dem Workshop Sudetendeutsch. Meine Mutter kommt aus dem Sudetenland, mein Vater war DDR-Flüchtling aus Thüringen. Und wir hatten auch nicht sozusagen da einen Hof in der Erbfolge, sondern es war ein gepachteter Hof. Wir waren eigentlich nie, oder ich hatte nie als Kind das Gefühl, da gehörst du dazu. Man stand immer irgendwie unter Beobachtung, man musste beweisen, dass man doch irgendwie dazugehört. Also es war nicht so ein ganz selbstverständliches Dazugehören, sondern es stand immer so ein bisschen auf der Kippe, ob man nun wirklich dazugehört oder ob man nicht doch irgendwie ein bisschen suspekt ist. Also dieses Gefühl, dazugehören zu wollen und es dann doch irgendwie nicht wirklich zu können. Ich denke, das ist auch das, was viele Grüne vielleicht auch erlebt haben, ob sie jetzt dann urwüchsige Bayerinnen und Bayern sind oder Zuborste sind. Und ich glaube, das prägt auch die Auseinandersetzung, die Grünen mit dem Heimatbegriff haben. Für mich, ich würde heute sagen, wenn ich sozusagen diesen Satz vervollständigen sollte, Heimat ist für mich, dazu zu gehören und trotzdem verschieden sein zu können. Heimat ist aber nicht nur eine geografische Dimension, Heimat ist natürlich eine politische Dimension. Und wir Grüne, wir bayerische Grüne zumal, haben uns seit je auseinandergesetzt mit diesem Heimatbegriff, wir haben uns seit je gerieben an diesem Heimatbegriff. Ich glaube, so der Ursprung war, also wir wurden ja sozusagen auch per se als verdächtig identifiziert. Wir gehörten schon als Grüne, sagen nicht zu denen, die andere, insbesondere die Konservativen, insbesondere die CSU Bayern definiert haben. Da dürfte sowas Widerständiges, Widerborstiges, Aufbegehrendes wie die Grünen sozusagen gar nicht dazu gehören. Also wir waren sozusagen als Grüne schon ausgegrenzt und vor die Tür gestellt. Und entsprechend war natürlich auch unsere Auseinandersetzung mit diesem Heimatbegriff zum einen auch so eine trotzige Gegenreaktion zu euch wollen wir gar nicht gehören. Das war so der Anfang. Ich erinnere mich gut, als wir 86 in den Bayerischen Landtag kamen und natürlich sozusagen einen Kulturschock ausgelöst haben, aber wir sozusagen uns selber auch einen Kulturschock ausgesetzt haben. Da haben wir ganz bewusst auch deutlich gemacht, zu euch wollen wir nicht gehören, obwohl wir ja reingewählt wurden in den Bayerischen Landtag und ein großer Prozentsatz der bayerischen Bevölkerung wollte, dass wir dort sie repräsentieren. Und wir haben unsere Geschäftsstelle außerhalb des Maximilianeums gehabt. Wir hatten sozusagen nur eine kleine Dependance und haben eigentlich auch durch unseren ganzen Habitus und Auftreten eigentlich deutlich gemacht, zu euch wollen wir nicht gehören. Dann gab es die Phase, wo wir das andere Bayern versucht haben zu entdecken. Das andere Bayern, also das anarchische, das widerständige Bayern, sicherlich auch ausgelöst durch die Biermittelblasen und viele andere Kabarettisten, die ja dann das Liederborstige dargestellt haben, aber natürlich auch anknüpfend an die Geschichte, an die Revolution in Bayern. Aber auch das hat im Grunde ist aufgesessen, dieser Falle, die einen und die anderen. Weil das andere Bayern war nicht das eine Bayern. Und die Konservativen waren sozusagen das eine Bayern, das urwüchsige Bayern, das selbstverständliche Bayern und die anderen haben gesagt, wir sind die anderen Bayern. Auch das war sozusagen ein Versuch, aber ein nicht gelungener Versuch, eine bayerische Identität sich zu erarbeiten. Dann erinnere ich mich gut an einen Antrag, den meine Kollegin Ruth Paulik im Bayerischen Landtag gestellt hat. Das war auch so in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, der große Empörung ausgelöst hat. Und dieser Antrag hatte den schönen Namen Gegen Bayerntümelei und Jodelbayerntum. Auch das war natürlich eine Form der Auseinandersetzung, sagen das authentische stark zu machen und dieses ganze Folkloristische, diese aufgesetzte, was im Tourismus dann auch immer wieder verwendet wurde, das zu entlarven und uns sozusagen auf die Seite des authentisch Bayerischen zu stellen. Aber das ist zu der damaligen Zeit, glaube ich, auch missverstanden geworden und ich glaube, für uns selber auch noch nicht so wirklich durchdacht gewesen. Ich meine, es war natürlich auch Provokation und die zumindest ist gelungen. Wo wir uns dann so wirklich angeschlichen haben, war in der Auseinandersetzung, wie stellen wir uns nach außen dar, damit, also wie passt es zusammen, Grüne
Symbole und bayerische Symbole. Und wir hatten heftige Diskussionen, als wir die grüne Raute auf unser Landtagswahlprogramm, ich glaube, das war 1998 oder 2003, drucken wollten. Auch da merkte man dann diese schwierige Identität mit dem Bayerischen. Wir haben es dann schließlich durchgesetzt, also dass sozusagen dass die Raute weiß-grün gestaltet war und wir uns damit sozusagen wieder eingemeindet hatten in das Bayern, wo wir ausgegrenzt waren und zum Teil auch selber ausgegrenzt haben. Und weiter ging es dann natürlich bei den Plakaten in den Wahlkämpfen, da war aber weniger dann die Diskussion, können wir sozusagen eine bayerische Symbolik auftreten, sondern Diskussion, dass diese bayerische Symbolik häufig oberbayerische Symbolik ist und sich da noch wieder andere ausgegrenzt gefühlt haben durch diese Art der Symbolik. Also wir haben sozusagen eine lange wechselvolle Diskussion zu diesem ganzen symbolbehafteten Thema Bayern und wie stellt es sich dar. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang darf man Sepp Dassenberger nicht vergessen. Sepp Dassenberger hat es verstanden, die Grünen in Bayern zu beheimaten und Bayern in die Grünen zu beheimaten. Also er hat in seiner Person genau diese Brücke dargestellt, dass er das, was dann die Grünen an in Frage stellen, an Neuen, am Modernisieren, an Widerständigen symbolisiert haben und gleichzeitig ganz selbstverständlich dazu zu gehören. Das war, glaube ich, seine große Lebensleistung und das ist das, wovon die bayerischen Grünen nach wie vor profitieren und was uns diesen Prozess der Selbstbeheimatung in Bayern, glaube ich, sehr viel vorangebracht hat und der uns dazu geführt hat, zu dem Punkt, wo wir heute stehen. Vor einem Monat ungefähr hatten wir unsere 25-Jahr-Feier im Bayerischen Landtag, 25 Jahre Grün im Bayerischen Landtag. Und in dem Zusammenhang haben wir uns nochmal versucht, bewusst zu machen, was ist eigentlich passiert in diesen 25 Jahren und wie hat sich unser Bayern in dieser Zeit verändert, wie haben wir unser Bayern verändert, aber wie haben wir uns natürlich auch selber verändert. Und da wurden wir von Journalisten immer wieder gefragt, wie geht es Ihnen eigentlich damit, dass Sie jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind? Und dann habe ich immer gesagt, diese Mitte der Gesellschaft heute ist eine ganz andere Mitte als die vor 25 Jahren. Sonst wären wir nämlich auch nicht in der Mitte. Wir haben die Dimensionen verschoben, die Gewichte verschoben. Heute sind grüne Themen, die damals am Rande standen, in der Mitte, Mainstream-Themen. Da sieht man auch die Veränderung in der Gesellschaft. Alleine, ich brauche nur das Stichwort Atomausstieg und Energiewende sagen, das spricht schon Bände, was eigentlich in diesen Jahren passiert ist. Und mir ist so bewusst geworden, auch mein eigener Antrieb dabei, dass es eigentlich darum geht, dass, was ich oder was wir uns von Bayern wünschen, und dem, was Bayern tatsächlich ist, in Übereinstimmung zu bringen. Also sozusagen ein Bayern zu schaffen, auf das wir, und ich benutze jetzt bewusst diesen schwierigen Begriff, ein Bayern zu schaffen, auf das wir stolz sein können. Nicht, weil es gegeben ist, sondern weil wir daran mitgewirkt haben, dass dieses Bayern demokratischer wird, dass es nachhaltiger wird, dass es ökologischer wird, dass es weltoffener wird. Ich glaube, das ist passiert in der Annäherung in den letzten 25 Jahren, dass wir uns unserem eigenen Land wieder angenähert haben und dass wir durch unser politisches Wirken ein Stück mehr von dem Bayern verwirklichen, was wir uns eigentlich wünschen von Bayern. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ganz bewusst uns nochmal sehr intensiv mit den verschiedenen Facetten des Heimatbegriffes auseinandersetzen und ich glaube, es geht heute darum, diesen Heimatbegriff zu entideologisieren, ja vielleicht sogar zu entfundamentalisieren, weil er ja gerne auch sozusagen fundamentalistisch ausgrenzend gebraucht wurde und immer noch gebraucht wird. Es geht darum, diesen Heimatbegriff zu öffnen, zu modernisieren, einer plural vielfältigen Gesellschaft einzupassen, dass er sozusagen dort einen Platz findet und nicht dagegen, also sozusagen als Gegenpart zu einer plural vielfältigen Gesellschaft wahrgenommen wird. Und vielleicht geht es darum, Heimat in den Plural zu setzen. Das ist ja schön in diesem Heimatheft, das ihr alle gekriegt habt, dass Heimat ist ein Satz im Singular, in der Einzahl und nicht in der Mehrzahl. Vielleicht geht es darum, dass wir
viele Heimaten haben, in vielen Heimaten leben, auch wir selber gleichzeitig in vielen Heimaten leben und aber deutlich machen müssen, keine dieser Heimaten ist höherwertig als eine andere Heimat. Mit euch auf einen spannenden, vielfältigen Kongress mit vielen Themen, mit vielen Aspekten, mit vielen Workshops und Foren und insbesondere mit herausragenden, hochkarätigen Referentinnen, großen Ideengeberinnen und Moderatorinnen. Ich freue mich, dass wir Professor Thomas Meyer gewinnen konnten. Ich weiß nicht, ob er schon da ist. Der uns in der Mittagspause einen spannenden Vortrag halten wird über die Dimensionen des Heimatbegriffes. Ich freue mich, dass wir auch eine kulturelle, künstlerische Begleitung dieses Kongresses, Bereicherung dieses Kongresses erfahren durch die Zwirbelten, insbesondere durch Eva Kegelmeier. Ist sie schon da? Auch noch nicht. Und durch den Allgäuer Kabarettisten Maxi Schafroth. Ich will gerne nochmal durchgehen oder nochmal kurz auf die Foren aufmerksam machen, wenn ihr noch jetzt etwas verwirrt habt, wo muss ich hin in meinen Workshop, das ist sozusagen am Ende von Festrede, wird das alles aufgehängt sein, dann findet ihr also den Raum, wo die Workshops stattfinden. Ich will nur einige herausgreifen. Ich habe das Programm vor euch, kulturelle Vielfalt und regionales Selbstbewusstsein. Ich freue mich, dass wir Michael Lerchenberg, den Intendant der Wiesenfestspiele Grunsiedel, gewinnen konnten für diesen Workshop. Das Thema Dialekt, das Thema kulturelle Teilhabe, wie ist das mit der Hochkultur zum Beispiel, das Thema Sprachenvielfalt, da freue ich mich, dass wir Professor Dieter Wolf gewinnen konnten von der Bergischen Universität Wuppertal, Experte für Mehrsprachigkeit. Ich freue mich, dass wir Dr. Christine Fuchs, die Geschäftsführerin des Arbeitskreises Kulturarbeit Bayerischer Städte und Vorsitzende des Kulturvereins Ingolstadt gewinnen konnten. Wir haben das Thema Donau hier vor, quasi vorbeifließend, die Donau als Kulturfluss, als europäischer Kulturraum. Dort haben wir Jürgen Huber, den Künstler hier aus Regensburg, als Ansprechpartner und als Moderatorin, aber vielleicht auch Impulsgeberin Barbara Lochbieler, die ich schon sehe, unsere Europaabgeordnete, Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, und der also gerade das Thema Donau als europäischer Fluss ein ganz, ganz wichtiges Anliegen auch in ihrer Arbeit im Europäischen Parlament ist. Ich freue mich, dass wir zum Thema Dorfkultur unseren langjährigen grünen Bürgermeister Dieter Gewis gewinnen konnten. Dieter, da hinten. Grüß dich, Dieter, schön, dass du da bist. Auch eine andere Bürger- oder ehemalige Bürgermeisterin von Augsburg ist gleich, Eva Leifrand, zum Thema Stadtluft noch frei. Ich freue mich, dass wir für die Foren auch herausragende Mitwirkende gewinnen konnten. Zum Beispiel für das Forum Die Mehr von guten Patrioten, Dr. Miriam Heigl, als Expertin für Strategien gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, und Michael Helmrecht vom Bürgerforum Gräfenberg. Hier hat der Referent aus Österreich, Peter Pitz, leider absagen müssen, und ich glaube auch so wird das Forum ein sehr interessantes werden. Und an dieser Stelle möchte ich ganz, ganz herzlich meinem Fraktionskollegen Sepp Dürr danken. Der Sepp ist einer, der sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Heimat auseinandersetzt, der uns auch immer wieder in der Fraktion entsprechend mit diesem Thema traktiert und das auf die Tagesordnung bringt, und der die Idee hatte, dieses Forum in dieser Art und Weise oder diesen Kongress in dieser Art und Weise umzusetzen. Also Sepp, allein schon das, was sozusagen das Programm verspricht, ist einen guten Applaus für dich wert. Patricia Heidegger, die auf der Referentinnenseite diesen Kongress mit ganz viel Einsatz und Arbeit in die Tat umgesetzt hat. Patricia, vielen Dank für deine Zeit.
von uns einen spannenden Tag, interessante, inspirierende Diskussionen, gute Erkenntnisse. Und jetzt ist hier das Podium frei für dich, lieber Sepp. Liebe Freundinnen und Freunde, wir freuen uns natürlich sehr über das große Interesse, vor allem freuen wir uns einen ganz spannenden Tag mit heißen Diskussionen. Und ich bin für meine Fraktion sehr stolz, dass wir das zustande gebracht haben und möchte mich deswegen tatsächlich an der Stelle bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken und stellvertretend, man wird ja schon gesagt, bei Patricia. Patricia war in den letzten Wochen im Exil in Frankfurt an der Oder. Und hat aber täglich praktisch uns immer an der Leine gehabt und hat von dort aus immer noch gekümmert, dank der neuen Techniken. Vielen Dank, Patricia. Stellvertretend natürlich, für alle anderen. Mein Kollege hat schon ausgeführt, dass wir namhafte Expertinnen und Experten von außerhalb und auch aus der Fraktion und aus der Partei eingeladen haben und auch dem danke ich natürlich, dass bin ich davon überzeugt, dass es gelingen wird, dass es gelingen beitragen. Mit dem Thema Heimat geht es uns Grünen so wie mit vielen unserer politischen Ziele, wir schwimmen auf der Welle des Erfolgs. Alle interessieren sich plötzlich dafür und alle wollen schon immer dafür gewesen sein. Nun wissen wir zwar, und ich glaube, dass die anderen auch noch wissen, dass wir lange allein waren, beispielsweise mit unseren Forderungen nach mehr Klimaschutz, nach mehr öffentlichen Nahverkehr oder der Abschaffung der Atomkraft, aber den wenigsten ist bewusst, dass wir uns schon seit Jahrzehnten nicht nur praktisch, also über Personen und Themen, sondern auch bewusst und theoretisch als bayerische Heimatpartei ausweisen. Margarete hat schon ein paar Beispiele genannt, spätestens seit dem Wahlkampf 2003 haben wir es auch offensiv betrieben. Und wenn wir jetzt bei diesen Themen, die scheinbar so im Mode sind, unseren Themen, wenn wir da weiter den Ton angeben wollen, dann dürfen wir uns nicht einlullen lassen von dieser weichgespülten, vorgegebenen Einigkeit. Für das Thema Heimat heißt es zum Beispiel, dass wir die Gefahren einer Identitätspolitik diskutieren müssen und auch die eines angeblich gesunden Patriotismus, diesen Begriff hat die frühere Präsidentin des Zentralrats der Jugend schon mal ins Spiel gebracht. Ich finde, da muss man sehr, sehr aufpassen. Aber auch die Frage, was etwa Windräder in unseren schönen bayerischen Landschaften oder auf unseren Denkmälern zu suchen haben, werden wir heute erörtern. Gerade weil wir in vielen Bereichen jetzt nach drei Jahrzehnten politischer Arbeit, das ist ja nicht kurz, die gesellschaftliche Mehrheit hinter uns haben, müssen wir uns auf die konkrete Umsetzung unserer Ideen konzentrieren und dürfen auch möglichen Konflikten nicht in den Weg gehen. Warum beschäftigen wir uns in der Fraktion mit dem Thema Heimat? Wir Grünen haben ja früh gemerkt, dass wenn wir im Land und im Landtag einen Fuß auf den Boden bringen wollen, die von der CSU mit allen Mitteln betriebene Identifikation mit Bayern aufbrechen müssen. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und ich habe mir dem Spiegel gegenüber erklärt, und mit alle haben sie schon verstanden, Sepp ist mein Kampfname. Wir standen auf der alten Zeit. Ja. Um deutlich zu machen, dass wir unsere Heimatverbundenheit eben auch als politisches Mittel einsetzen. Zum Glück haben wir von Anfang an viele Persönlichkeiten gehabt, deren Wesen im Widerspruch zum CSU-Monopol war und die ihre Identifikation mit unserem Land nicht verbergen wollten und vielleicht auch gar nicht konnten. Schwäbische, Allgäuer, Altbayerische oder fränkische Grüne, da gibt es jede Meter. Ja. Und legendär und unvergessen ist natürlich unser Sepp-Daxenberger. Wir Grünen waren und sind mit vielen Bayern unzufrieden, aber wir haben nie resigniert und wir waren und sind überzeugt, dass sich unsere Arbeit lohnt, für uns und für Bayern. Herbert Achterbusch hat sich wie viele bayerische Künstler in einer Art Hassliebe festgebissen an unserem Land und er soll gesagt haben, als er gefragt worden ist, warum er nicht weggeht, hat er gesagt, er geht weg, er bleibt so lange hier, bis man das Bayern auch ansieht. Das war auch für mich der Hauptantrieb, warum ich in Landtag wollte. Und ich bin schon von Anfang an in dem Anspruch angetreten, dass es mein Bayern ist. Auch nicht nur wird, sondern dass es auch mein Bayern ist. Und diese geistige Ausweisung, die wir uns immer immer sagen, die wollte mir nicht gefallen lassen. Ich will und wollte dieses Land nie anderen überlassen, schon gar nicht den sogenannten Konservativen, weil das ist höchst gefährlich. Wir reden ständig von Bayern und Heimat gewarnt und wenn man sich dann anschaut, was bei ihrer Politik herauskommt, dann besteht die Heimat auf zweiten und dritten Startbahnen, besonders die Regionalflughäfen, Umgehungsstraßen, Autobahnen, Zubringern.
Und die Werte gebieten auf der grünen Wiese, weil die Kommunen wollen auch nicht mehr sagen. Ja? Der hat vollkommen gesagt, was man gibt, das betoniert man nicht. Zeitgleich mit der Entstehung und auch mit der Unterstützung von uns Grünen entstand damals vor gut 30 Jahren unter dem Begriff Regierung sowas wie die neue Heimatbewegung. Und damals konnte man den Begriff Heimat eben noch nicht verwenden. Er war vorbelastet, und das hat jeder gewusst, nämlich von der tausendjährigen braunen Vergangenheit, aber auch von der trivialen, verlogenen Massenkultur der 50er Jahre. Das war ja furchtbar, was da alles aufgeführt wurde. Und deswegen hat die Regionalbewegung sich nie Heimatbewegung genannt. Sie war der Versuch einer ökonomischen Antwort auf die Globalisierung, und wir Grünen, wir sind die politische Antwort auf die Globalisierung. Unsere Slogans auf dieser Zeit lauten, und das wissen wahrscheinlich noch die meisten, aus der Region, für die Region oder global, irgendwie lokal handeln. Und genau darin sind wir Grünen der Kern einer neuen, einer politischen Heimatbewegung. Der Hirnforscher Gerald Hüther hat mir in der Süddeutschen Zeitung zwei menschliche Grundbedürfnisse hervorgehoben. Erstens nach Sicherheit, Zugehörigkeit und Vertrautheit, und das zweite Bedürfnis, aktiv mitzuwirken, Aufgaben zu bewältigen und daran zu wachsen. Diese beiden Bedürfnisse zu befriedigen, wird den Menschen heute extrem erschwert. Und wieder einmal, wie schon bei früheren Blüten des Heimatbegriffs, werden alte Sicherheiten zerstört, ohne dass neue erkennbar sind. Wieder einmal versuchen deshalb viele, sich auf den vertrauten Nahraum zurückzuziehen. Und auch das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, Selbstentfaltung findet keinen gesellschaftlichen oder politischen Ort. Es ist aber das Lebensziel jedes halbwegs und jeder halbwegs Ambitionierten. Wir haben heutzutage die Chance, aus uns was zu machen, was Besonderes zu sein, sind aber gleichzeitig dazu verdammt. Wir müssen was Besonderes sein. Die Soziologie-Professorin Eva Illus spricht deshalb von der Sisyphus-Arbeit der Selbstgestaltung. Und schon vor Jahren hat der Soziologe Richard Sennett die moderne Persönlichkeitsstruktur als der flexible Mensch beschrieben. Die Daueraufgabe, flexibel zu sein, widerspricht aber den Bedürfnissen der meisten. Denn Tradition, Heimatverbundenheit, Familie, Erziehung, Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe brauchen Zeit und Verlässlichkeit genauso wie Gefühle wie Liebe und Freundschaft. Folge der Globalisierung sei deswegen, sagt Sennett, die Stärkung des Ortes, die Sehnsucht nach der Menschen nach Verwurzelung in einer Gemeinde. Die Sehnsucht nach Heimat, so lautet deshalb ein Versuch einer politischen Definition, ist eine Mischung dieser Bedürfnisse. Heimat ist der Ort, an dem diese zentralen Grundbedürfnisse zu ihrem Recht kommen. Und Bayern zu einem Land zu machen, in dem wir uns alle seine Bewohnerinnen und Bewohner daheim fühlen können, das ist die politische Aufgabe von uns allen, zwar nicht bloß bei links, sondern auch draußen. Und dazu müssen wir uns zunächst mit dem alten Heimatbegriff auseinandersetzen, bevor wir ein neues, progressives Konzept entwickeln können. Und ich glaube, dass wir da unterscheiden müssen zwischen dem persönlichen und dem politischen Verständnis von Heimat. Die meisten Menschen, wenn man sie fragt, verorten Heimat im Privaten, in der Kindheit, in den sogenannten Wurzeln. Aber wenn ein politisches Konzept ebenfalls in der Vergangenheit gründet, wenn Herkunft Zukunft dominieren soll, dann wird es reaktionär. Vergangenheit ist was Abgeschlossenes. Und ein Konzept ist nur darauf gegründet, es wird automatisch ausschließen, weil nur dabei sein darf, wer schon dabei war. Noch problematischer wird, wenn aus der Herkunft der Überlegenheitsgefühl abgeleitet wird. Sobald Heimatliebe oder Patriotismus von einem beschlossenen Wir ausgehen, die sich aus der Vergangenheit definiert, werden sich andere systematisch ausgegrenzt. Weil dann Voraussetzung Geburt ist oder sogenannter Einheimischstatus oder was sonst nahe wird. Und dies ist der Heimatbegriff, mit dem die CSU lange erfolgreich gearbeitet hat. Die CSU hat eine Mehrheit gebildet, indem sie der bayerischen Bevölkerung Minderheiten davon ausgegrenzt hat. Also es war das Einzige, was sie mit der Mehrheit gemeinsam gehabt hat, dass die anderen nicht dabei waren. Erst durch die Ausgrenzung von angeblichen Ausländern, Grünen oder sonstigen Abweichenden hat sie diese Mehrheit bilden können. Und genau deshalb funktioniert diese Mehrheitsbildung heute nicht mehr, weil die Minderheiten, die man früher hat ausgrenzen können und als Bürger zweiter Klasse behandeln, sichtbar die Mehrheit der Bayern ausmachen. Das beste Beispiel dafür ist die Landratswahl in Regen. Da wundern sich mal alle,
Warum konnte das also ein junger, schwuler, evangelischer Sozialdemokrat so triumphieren? Ja, ganz einfach, weil Frauen, eingewanderte Menschen, die dann eingewandert sind, die heterosexuell sind oder verheiratet sind und nicht in der CSU sind, die sind halt einfach die Mehreren und die Schweren. Wir können nun ein grünes Konzept von Heimat aussehen. Ich will das Beispiel mein Verhältnis zu meiner Heimatstadt Germering nennen. Das war lange ein schwieriges Verhältnis. Und früher, da ging es mir so wie der Margarete, wollte ich nur weg aus der dörflichen Enge. Später, Germering hat sich verändert, konnte ich mit dieser Stadt, die dann richtig hässlich geworden war, und noch ist, ja, das wäre Morisam. Also mit der konnte ich eigentlich andere identifizieren. Wirklich daheim fühle ich mich dort erst und ich fühle mich jetzt daheim, seitdem ich angefangen habe, mich dort aktiv einzubringen, dort mitzumischen. Seitdem ich daran mitarbeite, diese Stadt nach meinen Vorstellungen zu verändern. Und es ist eben nicht meine Kindheit, die Germering zu meiner Heimat macht, und es ist nicht die Vergangenheit, die mich an diesem Ort bindet, sondern es sind die Möglichkeiten der Zukunft, die ich sehe und von denen ich ausgehe. Und je mehr ich mich engagiert habe, desto mehr wurde Germering meine Heimatgemeinde. Ich bin zwar dort aufgewachsen, aber erst viel später habe ich mich bewusst entschieden, ein Germeringer zu sein, und zwar durch mein Handeln. Und genauso geht es mir mit Bayern. Erst durch das Engagement der Grünen und vieler anderer, vor allem, aber auch durch mein eigenes Engagement, ist dieses Land meine Heimat geworden. Daheim sein heißt heute, sich in der Welt aktiv einzurichten, sich die Welt anzueignen und sie auch politisch zu gestalten. Heimat muss man sich schaffen. Ein Beispiel für ein offenes Heimatkonzept bietet das Schweizerische Nationalmuseum in Zürich. Wer die Dauerausstellung, die geht über die Geschichte der Schweiz, wer die besucht, wer der Reigeberger Tier, der liest gleich am Anfang, bevor er richtig drin ist, folgende Erklärung. Niemand war schon immer da. Nicht immer lebten Japanerinnen und Japaner auf den Inseln östlich von Korea. Der Bosporus im südlichen Europa ist erst seit einiger Zeit von Türkinnen und Türken besiedelt. Auch in der Schweiz waren nicht immer schon Schweizerinnen und Schweizer zu Hause. Das ist die Geschichte der Schweiz. Und dann folgt, wenn man reingeht, eine Geschichte der Einwanderungen. Ja? Und sowas kommen Sie doch auch mal in Bayern vorstellen, oder? Was? Was historisch gewachsen ist, und das ist der Kernpunkt des heutigen Heimatkongresses, ist nicht in Stein gemeißelt. Der Sinn von Politik ist Freiheit, sagt Hannah Arendt. Freiheit des Handelns sei gleichbedeutend damit, einen Anfang zu setzen und selbst etwas zu beginnen. Das bedeutet, dass wir nichts hinnehmen müssen, so wie wir es vorgefunden haben. Politik heißt, wir können was ändern. Es gibt Alternativen, nichts ist alternativlos. Mit einem Heimatkonzept, das sich nicht aus der Vergangenheit begründet, sondern in die Zukunft und für andere offen ist, vermeiden wir auch die Gefahren gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das heißt auf Deutsch Rassismus und wieder in Deutsch Chauvinismus, obwohl das äußerst sehr deutsche Tugenden sind, die sonst, haben wir schon offensichtlich keine richtigen Wörter dafür, die sonst bei der Identifikation mit der eigenen Gruppe nahe liegen. Denn eine für andere offene Identifikation mit der eigenen Gruppe oder der Region widerspricht ja per se Vorstellungen, dass andere weniger wert sind. Identifikation oder gar Stolz erfolgen dann analog Pestalozzis pädagogischen Grundsatz, der lautet, vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern immer nur mit sich selbst. Wir sind nicht stolz auf eine anderen vermeintlich überlegene Kultur, sondern identifizieren uns mit der Heimat, die wir gemeinsam in Bayern schaffen. Grundlage für unseren offenen Heimatbegriff ist das Grundgesetz, vor allem Artikel 3. Diese Anregung verdanke ich dem Sprachwissenschaftler Professor Werner König. Er bringt in Artikel 3 in der Zeitschrift des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege als Schutzartikel für Mundartsprecher und vor allem für mundartsprechende Kinder ins Spiel. Und damit ergänzt König unsere Kritik an der populistischen Forderung, die jetzt auch von Sie und anderen erhoben wird, Deutsch ins Grundgesetz. Das widerspricht genau dem Grundgesetz. Es fordert nämlich,
dass niemand wegen seiner Sprache diskriminiert werden darf. In Artikel 3 heißt es explizit, unter anderem, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Das steht da drin. Wenn wir das Grundgesetz endlich ernst nehmen und umsetzen, dann zieht es natürlich erhebliche Konsequenzen für alle kulturellen Fragen, auch für andere Fragen nach sich. Auch für das Thema, das wir heute intensiver in zwei Workshops diskutieren, nämlich die Sprachenpolitik. Ich war vor gut 10 Jahren mit dem damaligen Minister Erwin Huber auf Reisen. Ja, wir waren da noch international aufgestellt, Champions League und so, da waren wir im kalifornischen Silicon Valley. Und dann in Delhi, und dann waren wir noch in Delhi und Bangalore, weil der Erwin da die Computer in der Erde wollte. Und Huber war berühmt dafür, dass er ungeniert, unverfälschtes Englisch geredet hat, also der very English. Und am Anfang war ich irritiert, wo ich es erstmal gehört habe, und dann hat mir das Selbstbewusstsein einfach nicht poniert, muss ich sagen. Ja? Das hat mir gefallen. Ja. Ich habe mir dann überlegt, perfekt eine Sprache zu reden, das kann kaum jemand. Ja, fast alle haben einen Akzent, bei allen hört man, was ich hergebe. Und das Wichtige ist doch, verstanden zu werden. Und dann haben wir gut zugeredet, ja, aber trotzdem ist diese Irritation geblieben. Und da habe ich immer überlegt, und da waren wir in Indien, und da ist mir aufgefallen, wie ungeniert und unverständlich die dort reden, also die haben auch keine Übungen, die melden sich mit dem stärksten Akzent zu Wort und meinen, wie schaffen das so, und ich schaffe das so. Ja. Und deswegen glaube ich, das liegt an der deutschen Geschichte, und die ist ja schön nur, dass meine Generation sich distanzieren wollte. Wir wollten unsere Herkunft auch sprachlich leugnen. Ist auch ein Erwin, der ist auch eine Generation früher. Ja. Der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant hat neulich in der Süddeutschen Zeitung eine damalige Irritation auf den Begriff gebracht, der schrieb, der Akzent ist die lautliche Spur einer Erstsprache in einer Zweisprache. Es ist die Spur der Herkunft, die man eigentlich hinter sich lassen will. Der Akzent wird im Allgemeinen als störend angesehen, als Zeichen des noch nicht angekommen Seins. Aber er ist eben auch das Zeichen des Bildungswillens, beziehungsweise des Integrationswillens. Und er ist zu loben und nicht zu verhöhnen. Das gilt natürlich nicht nur für die Sprachen der Eingewanderten, das gilt auch für den Muttersprecher. Muss man ganz klar sagen. Und darauf hat Werner König den schon angesprochenen Artikel unter dem Titel Wir können alles außer Norddeutsch hingewiesen. Ich zitiere, wer nicht mit Norddeutsch Akzent, der wird derzeit als sogenanntes reines Hochdeutsch angesehen, sprich, der erlebt seine Muttersprache als Karrierebremse. Und König hat etliche Beispiele dafür aufgeführt. Und sagt, Hannover ist aber nicht das Oxford Deutschlands. Es gibt kein besser oder schlechter in diesem Bereich. Es ist daher ein Widerspruch in sich, wenn man glaubt, dass ein Sprecher mit norddeutschem Regionalakzent keinen Akzent besitzt. Das glauben natürlich nicht zuletzt die Sprecher mit diesem Regionalakzent, dass sie keinen haben. Auf den Höhepunkten bayerischer Politik gibt es, das ist der Vorteil, den man die CSU als Gegner hat, auch ein großes bundesweites Interesse für die Opposition. Wenn bayerische Kühe den Verstand verlieren oder der Landesbank plötzlich Milliarden fehlen oder der CSU selber verloren geht, dann habe ich es nur so von Anrufen außer bayerischer Medien, zum Beispiel auch vom NDR und DDR, oder der Grenzun, die haben mich dann am Telefon immer gemeldet mit Grüß Gott, Schweigen am anderen Ende der Leitung. Dann vorsichtige Verwunderung oder Kritik, wie ich als Grüner sowas sagen könnte. Wenn Sie der Anrufer oder die Anruferin dann wieder halbwegs berührt haben, dann habe ich Ihnen erklärt, Ihr Tschüss ist auch nichts anderes als eine gedankenlose Anrufung Gottes. Das kommt nämlich von Adieu oder Adios, von nichts anderem. Wir Bayern, habe ich Ihnen dann weiter erklärt, wissen wenigstens, dass wir beschränkt sind. Also beschränkt. Beschränkt von unserer Herkunft. Ja.
Aber der Unterschied zwischen uns Bayern und anderen ist, wir verbergen unsere Beschränktheit nicht. Deshalb können wir um sie wissen. Wir können, wir verbergen aber nicht. Wir können auch um sie wissen. Ja, wir wollen wissen drum, aber wir können wissen. Und im Wissen um die eigene Beschränktheit gründen Respekt und andere, Respekt und Anerkennung für andere. Denn auch ein Bett kommen wir nicht hin. Ja, das habe ich in Gerneringer Gemeinderat einfach gesagt. Das habe ich ein Bett, was ich gesagt habe. Das haben meistens immer das Gleiche, aber Moment nicht. Und seitdem meine ich, je mehr unterschiedliche Leben auf dem Haufen, desto besser das Ergebnis. Deshalb darf viele Deppen am Hut sein. Wir alle müssen lernen, mit Vielfalt zu leben, Vielfalt zu schätzen, mit konkurrierenden Interessen und unterschiedlichen Prägungen und Perspektiven zu leben. Ja, da bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Auch die Kulturinstitutionen. Die Aura heiliger Hallen, die viele Häuser heute noch ausstrahlen, ist immer zeitgemäß und sie ist vordemokratisch. Unsere Kulturinstitutionen merken ihre Herkunft aus höfischer Kultur und früher Bürgergesellschaft noch allzu deutlich an und auch ihre Repräsentations- und Legitimationsfunktion. Heute fühlen sich in diesen Häusern im Wesentlichen der Bildungsbürger und seine Frau wohl, im Museum und in der Oper oft auch nur seine Frau. Auffällig ist zurzeit, dass sich die ambitioniertesten Institutionen, wie beispielsweise die Staatsoper oder die Staatsgemäldesammlungen in München, intensiv darum bemühen, ein neues, junges Publikum zu gewinnen. Und das ist durchaus verdienstvoll, aber man hat dennoch den Eindruck, die Einrichtungen wollen bleiben, wie sie sind. Sie erwarten, dass sich die Menschen anpassen. Der Journalist und Migrationsforscher Marc Terkisidis hat kürzlich fundamentalere Veränderungen gefordert. Er fordert Institutionen, die der Vielfalt in der Gesellschaft gerecht werden, und diese Vielfalt meint nicht nur den Migrationshintergrund. Die bisherigen Bemühungen gehen ihm nicht weit genug, denn, sagt er, die Fördertöpfe für Kultur sehen gewöhnlich einen Sonderetat für interkulturelle Projekte vor, so es seien alle anderen Projekte weiterhin rein deutsch, in Anführungszeichen. Ja. Man macht ja zusätzlich was. Und Terkisidis kritisiert deswegen mit Recht, dass die Kulturinstitutionen einen bestimmten Typus bevorzugen, mittelständisch, bildungsbürgerlich, nicht behindert, einheimischen Anführungszeichen. Für alle anderen Personen gibt es erhebliche Barrieren. Da muss sich was ändern. Diese Institutionen müssen eine Antwort darauf finden, wie sie eine rasch veränderte Gesellschaft tatsächlich widerspiegeln sollen, obwohl, wie sich die Gesellschaft in ihnen wiederfinden soll. Und das gilt auch für andere Kulturfelder, zum Beispiel für den Denkmal- und Landschaftsschutz. Und wir werden halt sicher darüber hitzig diskutieren müssen, was zu unserem Selbstbild gehört, ob etwa nur noch die Kirche im Dorf bleibt oder Windkraftanlagen die Landschaft verschanden. Damit bin ich jetzt bei meinem letzten großen Punkt, dem dritten heutigen Forum, der Landschaft als Kulturprodukt. Seit Jahrtausenden bestimmt der Mensch seine Umwelt durch Eingriffe in die Natur, prägt er die Kulturlandschaft, die uns umgibt, und man kann in dieser Kulturlandschaft deswegen auch lesen wie in einem Geschichtsbuch. Hansa Küster nennt in seiner Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa dafür viele Beispiele, zum Beispiel ist der Waldrand, wie wir ihn kennen und für selbstverständlich halten, Menschenwerk. Er ist die Grenze zwischen den Nutzungsräumen Wald und Bauernland. Früher waren diese Grenzen diffus. Die Meander der Flüsse, die uns zurückfallen, sind erst noch Mühlen und Mühlenteiche im Mittelalter entstanden. Es ist nicht nur der Schönheit wegen, sondern auch aus Gründen des Hochwasserschutzes sinnvoll, die Flüsse, diese begradigten Flüsse umzubauen, aber wir sollten das nicht Renaturierung nennen. Denn der Naturzustand der Flüsse, sagt Küster, ist eine dauernde Veränderung. Wir hängen an unserer kleinteiligen Kulturlandschaft, und das Besondere an einer Kulturlandschaft ist, dass in ihr viel mehr Menschen leben können als in der reinen Natur. Das ist der materielle Kern einer schönen Landschaft. Die Welt wird zur Heimat, der Blick auf die Landschaft gibt uns ein Heimatgefühl. Aber unsere Bauern behalten die Bewirtschaftungsformen, mit denen sie diese Landschaft quasi nebenbei produziert haben, nicht mehr gleichsam natürlich bei. Denn die ökonomischen Voraussetzungen haben sich völlig geändert. Deswegen können und müssen wir uns darüber verständigen, welche Art von Natur und welche Art von Landschaft wir in Zukunft gezielt produzieren wollen. Das ist eine gezielte Entscheidung. Ein neues Element bringen auch Windräder in die Landschaft. Ich werde die heutige Diskussion nicht vorwegnehmen.
Ich will nur einen Aspekt hervorheben, weil ich ihn auch für die anderen Fragen wichtig finde. Richard Schindler schreibt in seinem Buch Landschaft verstehen, ist es angesichts des historischen Wandels weder möglich noch begründbar, dass ein bestimmtes historisches Erscheinungsbild sozusagen eingefroren unserer Norm erhalten wird. Der Schutz des Landschaftsbildes kann nicht bewahren im Sinne der Fixierung eines bestimmten historischen Zustands zum Ziel haben. Ich fasse mir zusammen, was sich die Landtagsfraktion am heutigen Heimatkongress verspricht, und ich bin sicher, ihr schafft es alles. Wir stellen die Frage, was wir tun müssen, damit Bayern zu unserer Heimat, zu der aller Bewohnerinnen und Bewohner unseres Landes werden kann. Denn das ist Bayern erkennbar bisher nicht. Der tradierte, politisch von der CSU instrumentalisierte Heimatbegriff ist rückwärtsgewandt und basiert auf Herkunft. Er grenzt den großen Teil der bayerischen Bevölkerung aus. Wir wollen ein progressives Konzept entwickeln, das für alle offen ist. Es gibt keine geschlossene, klar abgrenzbare Identität. Niemand kann definieren, was das sei, so wie vor ist. Das weiß man auch. Aber es gibt ein starkes Bedürfnis nach Identifikation. Die Grenzen, sowohl für das eigene wie für das Fremde, sind in Wahrheit immer diffus und immer durchlässig. Da gibt es keine klare Präzision. Deshalb taugt dafür ein nur offenes Konzept. Nur ein demokratisches Konzept wird auch der gesellschaftlichen Entwicklung und der Vielfalt der Perspektiven gerecht. CSU und Staatsregierung stützen sich bisher auf ein konservatives Heimatbild, das einen historischen Moment gleichsam einführen wird. Und dabei ist mir nicht mehr sicher, ob es diesen Moment in der Geschichte Bayerns überhaupt gegeben hat. Beispiel dafür sind die Trachten. Die sind ja bewusst im 19. Jahrhundert in der uns bekannten Form erfunden worden. Von oben runter der Riesenkind war damit dabei. Es wird so getan, als seien heutige kulturelle Muster, Formen oder Institutionen schon immer da gewesen. Und das ist ja Hass. Der Entstehen wird verdrängt und damit wird sie dann verewigt. Damit soll jede Veränderung ausgeschlossen werden, oder man soll höchstens ein bisschen konservativ darum prügeln können. Aber es ist alles sehr, sehr beschränkt. Kultur und Landschaft sind aber nicht vom Himmel gefallen, sie sind ein geschichtliches Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse. Und deswegen finde ich auch die Rede vom Schöpfung bewahren irreführend. Nichts ist vom Himmel gefallen, nichts ist auf einmal geschöpft worden, sondern von uns Menschen geschaffen. Und was wir geschaffen haben, können wir wieder ändern. Und wir wollen es ändern, weil wir mit Zwui einfach nicht zufrieden sein. Wir wollen die Unverwechselbarkeit unserer bayerischen Kulturen und unserer Landschaften bewahren, weil wir uns teilweise in ihnen wiederfinden und weil sie ihren je eigenen Charakter haben. Unser Land und unsere Orte sollen nicht in die Sicht verlieren, aber unsere Kultur muss sich für demokratische Gestaltung öffnen. Alles darf bewahrt werden, wenn es ausreichend Argumente dafür gibt und wenn wir uns gemeinsam darüber verständigen können. Genauso darf alles verändert werden, denn wir wollen unsere Traditionen modernisieren. Und ganz zum Schluss will ich zusammenfassen, was für mich der Kern des Heimatbedürfnisses ist. In der Sehnsucht nach regionaler Identität bündeln sich verschiedene Grundbedürfnisse. Wie vorher schon gesagt, nach Zugehörigkeit und Sicherheit, nach Mitsprache und Selbstwirksamkeit und danach was Besonderes aus sich zu machen, um verwechselbar zu sein. Man will was sein und was bedeuten. Und es geht nur in einem Umfeld, das selber unverwechselbar ist und einen eigenen Charakter hat. Daheim ist, wo man einen Wert hat. Das hoffe ich auch von der heutigen Veranstaltung. Und nun freue ich mich auf engagierte Diskussionen. Danke.